Jo, servus, hi, ich bin's der Tiroler, willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man ganz einfach zu Hause solche Chucklots herstellen kann, die man dann benötigt, um mit dem Feuerstein und dem Schlageisen Feuer zu machen. Zack, ganz einfach. Noch als kleinen Hinweis, wenn ihr das zu Hause macht, dann öffnet auf jeden Fall die Fenster, weil das Zeug, die Herstellung, das stinkt extrem. Tut euch den Gefallen. Und nun viel Spaß beim Video. Ja, was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür Stoff, der zu 100% Baumwolle ist. Ich habe hier einen alten zerfransten Schemack zerschnitten. Der ist noch ganz gut in Verwendung. Der wird immer weiter zusammengeschnitten. Und da schneiden wir uns jetzt Stücke raus und machen daraus die Baumwollfetzen. Da können wir ruhig so schöne große Stücke nehmen, die etwa die Größe haben. Ja, und da machen wir jetzt ein paar. So, ich habe jetzt einen schönen Haufen so Baumwollstücke gemacht. Als nächster benötigen wir irgendeine Metalldose. Die ist einfach von so einem Balsam oder irgendeiner Creme. Oben, die muss aus Metall sein. Oben geben wir ein Loch rein. Das machen wir mit einem Schraubenzieher, Messer, sonst was. Dann geben wir die Baumwollstücke in unsere Dose. Schön locker reingeben, nicht reindrücken. Ist meiner Erfahrung nach zumindest am besten. Ja, als nächster machen wir die Dose zu und geben sie ganz einfach auf die heiße Herdplatte. Und jetzt könnt ihr zusehen und beobachten, wie hier der Rauch aufsteigt. Wie ihr sehen könnt, wird der Rauch immer weniger. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass wir uns dem Ende zuneigen. Vielleicht ist er auch schon fertig, aber im Großen und Ganzen, umso weniger es raucht, umso besser. Weil solange es noch raucht, ist noch Material da vorhanden, was verkohlt werden muss. Ja, jetzt raucht es nur noch ganz leicht. Ich würde sagen, dann schauen wir mal rein. Auf jeden Fall Vorsicht. Das ist sau heiß natürlich. Und dann müssen wir das ein bisschen auskühlen lassen. So, ich habe das jetzt mal ein bisschen auskühlen lassen. Es ist zwar immer noch recht heiß, aber man kann es jetzt schon mit dem Tuch anfassen. Ja, jetzt habe ich sie offen. Und tada! Chucklots. Sind sogar recht gut geworden. Es wäre vielleicht noch ein bisschen gegangen, aber ja, ich würde mal sagen, nicht lang rumspekulieren, testen. Oh, mit einem Schlag, seht ihr? Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Tiroler. Ciao.